Herzlich willkommen wieder hier auf dem YouTube-Kanal von Der Kiosk. Wir haben vor kurzem ein Video gemacht, 5 Spartipps hier aus dem Kiosk. Hat ja richtig gut funktioniert. Deswegen versuchen wir es einfach nochmal. Und diesmal zeige ich euch 5 Dinge, die uns alle am Kiosk richtig aufregen und nerven. Die erste Sache, die super nervig ist, und da kann ich für jeden von uns sprechen, ist dieser Greifautomat. Also ihr dürft das nicht falsch verstehen. Nochmal vielen, vielen Dank an Red Bull für dieses tolle Geschenk hier von Day One im Kiosk an. Aber ein großes Problem gibt es mit diesem Gerät. Wir haben da alles Mögliche schon technisch versucht und Jan hat da wahrscheinlich noch mehr drin rumgefriemelt als ich. Aber immer, wenn jemand gewinnt, müssen wir dieses Gerät öffnen und einmal reparieren, weil es sonst nicht mehr geht. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Lara, ich brauche mal den Schlüssel. Ah, Dankeschön. Man muss nämlich mit dem Schlüssel hier aufschließen, dann diesen Knüppel. Das tut auch richtig weh. Und geht richtig schwergängig, einmal aufdrehen und dann kann man ins Innere blicken. Komm, ich zeig's euch mal. So, ganz viele Kabel, gar nicht so schickimicki, aber das muss es ja auch nicht. Sieht ja der normale Kunde auch nicht. Aber immer, wenn jemand gewonnen hat, müssen wir hier einmal diese S-Taste hier drücken, weil aus was für Gründen auch immer, ich weiß nicht, woran es liegt. Jan, woran liegt das, dass wir das immer drücken müssen? Keine Ahnung, mir hat auch jemand eine Anleitung geschickt, wie das funktioniert und wie man das Ding bedient, aber... Auf jeden Fall müssen wir immer wieder diese Taste drücken, heißt immer wieder aufschließen, aufmachen und wenn halt Kinder, die teilweise echt gute Skills haben, hier die Kugeln rauszuholen, dann irgendwie dreimal hintereinander gewinnen, bist du gefühlt 15 Minuten ausgenockt, weil du andauernd dieses Ding aufschließen musst, diesen Knopf drücken musst und hättest in der Zeit auch einfach ein paar Pakete annehmen können. Ja. So, jetzt wo wir hier den Schlüssel schon mal wieder zurückhängen für den Greifer, rieche ich es schon. Fakt Nummer 2, der Bottich bei der Kaffeemaschine ist wieder voll. Der muss auch in regelmäßigen Abständen geleert werden, weil, ich weiß nicht, Jan, was kommt denn da rein? Na, das, wenn die Kaffeeergüsse. Wenn hier irgendwie die Kaffeemaschine mal sich reinigt und so weiter und so fort und das hier runterläuft, dann läuft das durch den Schrank in den Schrank. So, dann müssen wir diese Abdeckung hier abmachen. Zack. Und hier sieht man es vielleicht auch schon, der Bottich ist zur Hälfte gefüllt, das geht ja noch. Manchmal ist er bis zum Anschlag voll, da wiegt das 10 Kilo. Das meine ich ja nicht mal gemein. Ich glaube, Lara würde das auch nur sehr schwer hochkriegen, oder? Was denn? Wenn das Ding hier mit 10 Kilo gefüllt wäre. Oder bist du ein Powerwoman? Also ich möchte es ehrlich gesagt gar nicht probieren, so wie ich. Jetzt muss man hier diesen Bottich, oh, guck mal, was man das hier so, so sieht das aus. Da wird das hier so reingesprüht oder so. Boah, stinkt das. So, zum Glück lebt noch nichts darin und das müssen wir uns einfach noch wegschütten. Und bevor ihr euch fragt, das ist jetzt nicht von 3, 4 Wochen oder so, das kommt wirklich innerhalb von einer Woche schon zusammen. Also das ist schon sehr, 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 sehr krass. So, zur Sicherheit nochmal nachspülen. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine der hässlichsten Aufgaben hier im Kiosk. Aber da gibt's noch mehr. Aber das war auf jeden Fall schon mal die ekligste. So. Das ist erledigt und jetzt kommen wir schon zur dritten Sache, die richtig nervt. Zigarettenregal. Hat nicht mal was mit den Kippen selbst zu tun, sondern auch mit unserem Kassensystem. Nämlich ganz oft passiert es, wenn ein Kunde kommt und sagt, oh, ich hätte mal gerne hier die Winston für 10, dann geht man hier an die Kasse, macht einfach mal den hier, nicht eingepflegt. Jan, woran liegt das? Ja, weil die Zigarettenhersteller ihre Preise öfter ändern, als Lara zum Friseur geht. Okay, wetten, dass Urus auch nicht angelegt ist? Urus wolltest du anlegen. Nee, wollte ich anlegen? Urus ist bestimmt angelegt. Probier mal. Okay, das guck mal. Urus wollte nämlich Dennis anlegen. Dann Dennis. Guck, wetten wir. So. Mit Pfand sogar. Mit Pfand sogar. Mit Pfand. Gut gemacht. Danke. Geiler Typ. Halten wir fest, das Problem existiert meistens nur bei Zigaretten, weil die ihre Preise ändern. Das muss man wirklich sagen. Das ist meistens bei Zigaretten, dann sind sie nicht angelegt. Da muss man die manuell aus dem Kassensystem raussuchen, den Preis ändern. Super nervig und der Kunde muss halt immer warten. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Das müssen wir irgendwie anderweitig in den Griff kriegen. Aber was soll man machen, wenn die Kippenhersteller gefühlt jede Woche ihren ERN-Code ändern. So, Urus ist wieder im Kühlschrank eingeräumt und das ist auch schon die vierte Sache, die total im Kiosk nervt. Und Jan, die habe ich schon öfter gesagt, wir müssen das in den Griff kriegen. Und zwar geht es generell um die Befüllung dieses ganzen Kühlschranks. Weil schaut euch das mal hier ganz genau an. Zum Beispiel bei diesen Active O2 Flaschen liegen die hier kreuz und quer. Das ist aber nicht einfach, weil die Mitarbeiter faul sind oder so. Das kriegen wir schon irgendwie halbwegs hin. Aber schaut euch das mal an. Hier sind solche, hier, siehst du, fällt schon wieder um. Hier sind solche Gitter, kennt man ja auch so vom Kühlschrank zu Hause, aber manchmal passt das nicht so ganz mit diesen Flaschenböden und dann seht ihr, dann steht die Flasche manchmal schief oder nicht richtig. Hier steht eine Flasche, hier steht eine Flasche, ihr seht, die steht schief und es gibt solche Einlagen für Kühlschränke und ich habe Jan schon 100-mal gesagt, dass wir sowas bestellen sollten, damit die Sache einfach kerzengerade hier drin steht. Jan, wo ist es denn? Teuer.
teuer. Jetzt im Kiosk Online-Shop einkaufen, damit wir mehr Geld haben für solche Unterlagen. Jan meinte, nee, diese komischen Unterlagen, das ist Blödsinn. Ich will ein automatisches System haben, dass die Sachen vorgeschoben werden. Ja, das ist auch ganz schick, aber Leute, googelt mal ein bisschen, was so ein automatisches Schiebesystem pro Reihe kostet. Ich glaube, da ist man direkt für ein gutes Ding, was auch Jahre halten soll, 30, 40 Euro los und wir brauchen schon mindestens 10, wenn nicht sogar 30. Oder noch mehr. Ich bleibe bei meinem Fazit. Kauft McGenergy. Jetzt stehen wir schon vor unserem nächsten Sorgenkind und es bricht mir jedes Mal das Herz. Es geht um diese, ja, viele glauben es gar nicht, Kühltheke. Die haben wir damals gekauft. Wie, hä? Hast du schon gar nicht mehr erlebt, ne? Wir haben die damals geholt, um Frischwaren anzubieten. Ja, wir wollten damals wirklich so frisch belegte Bäckerbrötchen anbieten, aber da wäre uns das Hygieneamt auf den Kopf gesprungen. Das hätten wir machen können, aber man hätte so große Hygieneauflagen da bestreiten müssen, das wäre uns viel zu anstrengend gewesen. Also haben wir dann noch überlegt, abgepackte Frischwaren zu verkaufen. Ja, so wie ihr das vielleicht auch so von anderen Supermärkten kennt. Ne? So in so Latex eingeschweißte Sandwiches oder so Salatboxen in so einem Becher und sowas. Aber auch das wurde nicht so gut gekauft, ehrlicherweise. Meistens haben es die Mitarbeiter dann selbst gegessen, wenn das MHD überschritten war. Und jetzt ist es zu so einer Art... Stopp! Zwischenzeitlich standen noch Durstlöscher und Kakao drin. Das ist super. Ich hätte wirklich gerne Kakao gekauft, aber gibt es ja anscheinend auch nicht mehr. Jetzt ist es zu einem Vape-Regal mutiert. So, sieht auch ganz schick aus. Jetzt zeige ich euch aber mal, warum ich das so aufregt. Erstens, weil wir eine Kühltheke, die 1000 Euro gekostet hat, wirklich, ja, verschwenden für Vapes, anstatt für irgendwelche tollen Waren, die man kühlen muss. Und jetzt kommt das Nächste. Wenn ein Kunde sagt, was er haben will, Jan, such dir mal was aus. Ich bin so ein Mango-Typ. Ich hätte gerne eine Elfbar Mango. So, dann ist das Nächste, dass hier hinten für mich überhaupt nicht ersichtlich ist, was ist Mango, was Erdbeere. Das heißt, jeder muss immer hier vor, so, was wollen Sie kaufen? Zeig noch mal Mango-Erdbeere. Mango. Okay, Mango-Erdbeere. So, dann kommt jetzt mal mit nach hinten. Jetzt zeige ich euch das Problem. Hier liegen auch so ein paar Kundenretouren. Manchmal funktionieren die Dinger nämlich nicht. So, und jetzt Mango-Erdbeere. Und ihr seht, man kann von hinten überhaupt nicht erkennen, was welche Sorte ist. Und das ist auch gar nicht dafür ausgelegt. Also Jan, ich weiß nicht, ob du dir das ausgedacht hast, aber dass man die Sachen von hier hinten entnehmen kann. Das heißt, wenn du jetzt hier dieses Pineapple-Ananas willst, muss ich die ganze Packung nehmen, das hier rausnehmen, dann wieder hier so reinfriemeln, dann kippt das hier nach vorne. Es ist einfach nicht schlau gemacht für den Mitarbeiter. Das ist leider ein bisschen nervig. Soll ich dir die größte Problemlösung zeigen, weswegen ich nicht weiß? Ganz einfacher Trick. Die letzte Verpackung. Das habe ich beim Einräumen sogar so gemacht. Die, einfach nur die erste, ja, also alle so drehen und nur die erste Packung sozusagen nach vorne gucken lassen und alle anderen drehen, weil dann kannst du sehen, ah, Pineapple. Ja, warum machen wir das nicht so? Naja, okay, dann ist es. Aber hier stimme ich dir zu. Aber wir wollen ja eh dieses Regal ausdünnen, weil wir brauchen ja, glaube ich, nicht eine Million Vape-Sorten. Wir haben ja, glaube ich, wirklich fünf verschiedene Hersteller. Und ich weiß nicht. Falls jetzt Leute sich fragen, warum diese Kühltheke denn dazu missbraucht wurde, hier mal ein paar Clips. Die nächste Sache freut mich als privater Pascal, aber als Unternehmer Pascal blutet mir wirklich das Herz. Wir sind ja wirklich schon für Kioskverhältnisse fast ein Vollsortimenter. Ja? Wir haben so viel Energy Drinks, so viel Bier, so viel Alkohol. Da passiert es dann leider doch mal, dass auch mal was abläuft. Und wir haben echt verhältnismäßig viel MHD-Artikel. Die werden dann unter den Mitarbeitern verschenkt und Co. Aber wenn ich hier zum Beispiel mal bei den Bounties hier mal gucke, bis wann halten die denn? Also genau 13 Tage. Und man muss jetzt sagen, Bounty ist jetzt auch nicht die beliebteste Sorte von diesen ganzen Drinks hier. Mir kann keiner erzählen, dass wir die jetzt alle abverkaufen werden. Und dann schmeißen wir mal viel weg. Viel wird verschenkt. Und das ist dann schon immer ein bisschen schade, wenn man dann solche Lebensmittel entsorgen muss. Darum schon länger meine Idee, lass doch mal eine MHD-Box machen. Wie findest du das? Ich finde es super, aber ich weiß nicht, was die Leute dazu sagen. Ob Aaron kaufen findet würde. Das immer blöd. Aber ich, meine Idee war, dass man irgendwie, man sammelt so über einen Monat die ganze MHD-Ware und dann macht man einmal im Monat den MHD-Tag. Sagt man so, da ist ein MHD-Drop um 18 Uhr am Sonntag auf dem Kiosk, Online-Shop und dann kann man so für, weiß ich nicht, für 99 oder so sich eine MHD-Box kaufen, wo ein Warenwert von 25 Euro oder sowas drin ist. Weil was sollen wir denn sonst damit? Es wird uns wirklich weggeschmissen und ich meine, die Sachen kann man ja trotzdem noch trinken. Zum Beispiel hier, da haben wir letztens ganz viel Mars weggeschmissen. Und man muss sagen, das sieht so ein bisschen crazy aus, aber am Ende ist das nur eine Haarmilch. Ist vergleichbar wie mit diesem Kakao-Tetra-Pack sozusagen. Und das kannst du auch noch einen Monat danach trinken. Oder auch hier, wenn hier so ein Warheads abläuft, das ist ja, jetzt mal ungelogen, voller Konservierungsstoffe. Das kannst du
bestimmt, also ich, man darf ja nicht für die Allgemeinheit reden, aber ich würde es bestimmt noch ein Jahr danach trinken. Also schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr so eine MHD-Box finden würdet. Und die letzte Sache, die mich persönlich sehr nervt, ist das Presseregal. Ja? Also wirklich nichts gegen die Presse. Ich bin voll der physische Typ. Ich finde das cool, auch mal durch so eine Zeitung durchzublättern. Es gibt ja auch wirklich tolle Nischenmagazine und Co. Aber das Problem ist, es kauft einfach fast keiner. Also wir haben so zwischen 10 und 11 Uhr, glaube ich, den Peak mit zwei Kunden, die Bild, Berliner Kurier und vielleicht noch eine BZ kaufen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Tagesspiegel, eine Berliner Morgenpost oder auch, vor allem hier eine Junge Welt verkauft habe. Und hier brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Vielleicht ab und zu mal irgendwelche Kids, die sich mal hier so eine Mickey-Maus-Zeitung gönnen oder hier eine Ninjago-Zeitschrift oder auch gerne mal so ein lustiges Taschenbuch. Aber es kauft einfach niemand. Und dieser ganze Aufwand, ja, so ein ganzes Riesenregal dafür hinzustellen, da denke ich mir mal manchmal, man könnte echt was Schickeres damit anstellen. Aber ich darf noch nicht so viel erzählen. Ich glaube, das wird eh demnächst sehr, sehr, sehr stark verdünnt, weil hier ein ganz tolles neues Regal herkommt. Deswegen haben wir auch den Greifautomaten von hier weggestellt und hier ein bisschen Luft geschaffen, alles freigemacht. Also seid auf jeden Fall gespannt, was hier demnächst für ein neues Sortiment erscheint. Ich glaube, wir werden uns einen völlig neuen Kundenkreis erschließen. Und noch eine Sache, die mir gerade last minute einfällt, wo wir hier vom Kiosk stehen. Wir dürfen ja vom lieben Ordnungsamt aus keinen Fahrradständer mehr hier aufbauen, weil der ja so viel Platz wegnimmt. Aber guckt mal, was jetzt deswegen passiert. Die Kunden stellen ihre Fahrräder hier kreuz und quer einfach auf, versperren den ganzen Weg. Und da hinten steht auch eins vor unserem Fenster, wo man einfach mal in den Laden schön reingucken könnte. Also ich weiß jetzt nicht, ob das Ordnungsamt sich damit einen Gefallen getan hat, weil mit dem Fahrradständer stand alles schön geordnet hier am Straßenrand. Jetzt alles kreuz und quer. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Aber was ihr auf jeden Fall machen könnt, ist diesen Kanal zu abonnieren, einen Daumen nach oben zu geben und die Glocke zu aktivieren. Und schreibt doch mal gerne in die Kommentare, was euch so am Kiosk nervt oder was ihr denkt, was die Mitarbeiter hier besonders nervt. Könnte. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin. Tschüss. Hello, ich bin die Sophia von Absolut Hot und wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst unbedingt ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Aktiviert die Glocke, damit ihr in Zukunft kein Video mehr verpasst. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.